Hallo Leute, wir spielen Part 4 von Geheimakte Tunguska. Wir sind auf dem Weg zu Oleg Kamburski und ich hoffe, dass wir den jetzt auch aufsuchen können. Zum Motorrad. Ja, da ist was Neues aufgetaucht, ein Museum. Und ich denke mal, dass das hier die Adresse von Oleg Kamburski ist. Fahren wir hin. So, da wären wir. Hoffentlich ist das auch der Oleg, dem mein Vater die Mail geschrieben hat. Und hoffentlich weiß er was, das mir weiterhilft. So richtig viel habe ich ja bislang noch nicht herausfinden können. Das ist wahr. Müll. Müll. Tüte. Halt. Eine hoffentlich noch unbenutzte blaue Mülltüte. Dann nehmen wir die doch mal, wenn wir sie schon nehmen können. Nina hat schon ein hübsches Maschinchen, oder? Eine Telefonzelle. Ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten, als noch nicht jeder ein Handy hatte. Sehr cool. Das Spiel hat, da gab es noch die gelben Telefonzellen von der Deutschen Post. Gut, was haben wir denn sonst noch hier? Haben wir noch hier Olegs Auto wahrscheinlich? Ja, Windräder stehen hier schon schön. Sehr umweltbewusst. Ja, dann gehen wir doch mal zur Tür. Ja, neuer Screen. Ist das Musik? Guten Tag. Guten Tag. Sind Sie Oleg Kamburski? Ja. Wieso? Ich bin Nina Kalenko. Ja, und? Ja, also, Sie kennen meinen Vater, Wladimir Kalenko. Und ich dachte, Sie... Ich kenne keinen Wladimir Kalenko. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Puh, das war ja nicht sehr erfolgreich. Ich erhoffe mir den großen Durchbruch bei der Suche nach meinem Vater und der Typ lässt mich nicht mal ausreden. Ob ich irgendwas Falsches gesagt habe? Oder vielleicht genau das Richtige? Ja, was Falsches kann es ja kaum gewesen sein, weil du hast ja eigentlich nur deinen Namen gesagt. Oleg. Berlin, Olegs Haus. Dieser Oleg Kamburski macht keinen sehr sympathischen Eindruck. Hat er etwas zu verbergen oder ist er nur chronisch unfreundlich? Mhm. Okay, das war die Ding. Oh, schaut mal. Durch dieses Ding können die kleinen Vierbeiner jederzeit rein und raus. Was sind's denn? Sind's Hunde? Nein, ich nehme mal an, dass es Katzen sind, oder? Ein kleines Fressnäpfchen für unsere lieben kleinen behaarten Freunde. Ja, aber ich würde sagen, eine Katze, weil es sind ja Katzenklappen. Ja, ansonsten... Nochmal klingeln wird wahrscheinlich nicht viel bringen. Ah, da kann man auch hinters Haus. Das ist ja interessant. Vielleicht können wir dann den Oleg mal ein bisschen bespitzeln. Okay, was haben wir hier? Da geht's wahrscheinlich nur zurück. Tatsächlich, da kann man bespitzen. Oh, schaut mal, ein schöner Schmetterling. Der Typ ist hektisch am Telefonieren. Ob das was mit meinem Besuch zu tun hat? Wenn ich doch nur Mäuschen spielen und das Gespräch mithören könnte. Also vermute ich mal, dass wir jetzt eine Art Abhöranlage bauen müssten. Zu dem Schlauch können wir noch. Dieser Kamburski scheint Hobbygärtner zu sein. Selbst sein Gartenschlauch ist grün. Die sind doch meistens grün, oder? So, jetzt müssen wir hier irgendwie... Ah, Momentchen mal, da ist noch was. Schaut mal. Besenstiel. Was könnten wir denn damit machen? Der Stiel eines Besens. Könnte aber auch der Stiel einer Schaufel sein. Mitnehmen. Ich habe jetzt mal so... Kann ich denn den Besenstiel mit dem Müllsack verknüpfen? Nein, das geht nicht. Hätte ja sein können. Momentchen mal, ich geh jetzt mal zurück. Oh, schaut mal, da ist eine Katze. Da ist eine Katze aufgetaucht. Hallo Kätzchen. Katzen. Kleine haarige Biester, die entweder schlafen oder fressen. Okay, habe ich denn was zum Fressen für die Katze? Das sind immer so Hinweise.
das Stück Pizza. Das wird sie doch aber nicht wirklich wollen, oder? Ah, Momentchen mal. Lecker. Kalte Pizza mit stinkendem Thunfisch. Doch, Thunfisch mögen Katzen. Endlich werde ich mal dieses stinkende Zeug los. Und der kleine schnucklige Vierbeiner freut sich wahrscheinlich sogar noch darüber. Na, das sieht man doch aber, dass der sich freut. Und was mache ich jetzt? Was kann ich denn jetzt tun mit dir? Katzen. Kleine haarige Biester, die entweder schlafen oder fressen. Wenn ich nur wüsste, was ich jetzt tun muss. Was ist denn da hinten? Ah ne, da geht sie raus. Ja, das ist es gar nicht so einfach, Leute. Da werde ich ein bisschen dran knabbern müssen. Nochmal hinter. Der Schlauch ist so komisch. Den Schlauch kann ich nicht nehmen. Ich dachte gerade, ob ich den Schlauch benutzen kann, um den Wasserkasten hier zu wässern. Ich meine, ich weiß zwar nicht genau, was mir das bringen sollte, aber naja, hätte ja sein können. Ich habe gerade so das Bild im Kopf, ob ich irgendwas anzünden muss, damit ich den Wasserschlauch nehmen kann, um es wieder zu löschen. Aber ich glaube, das ist ein bisschen drastisch, um mit jemandem zu reden. Die Telefonzelle, was... die kann ich... Ich wüsste nicht, wen ich anrufen sollte. Und selbst wenn ich das wüsste, wozu zahle ich eine exorbitant hohe Grundgebühr für mein Handy, wenn ich es nicht nutze? Kann ich denn mit dem Handy die Telefonzelle anrufen? Ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten, als noch nicht jeder ein Handy hatte. Ich gehe mal nochmal hinter und höre mal nochmal, was sie sagt, wenn wir durchs Fenster gucken. Fensterspalt. Oleg telefoniert immer noch und er macht keinen besonders entspannten Eindruck. Da ist noch was, Momentchen. Fress- und Wassernapf für das Haustier mitten in der Küche. Sehr hygienisch. Aber draußen hat sie auch ihren Fress- und Wassernapf. Muss ich denn in den Napf draußen auch noch Wasser einfüllen, damit die Pizza runterspülen kann? Aber ich kann den Schlauch nicht nehmen. Ich kann auch da nichts aufdrehen. Nee. Komisch. Also, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich schaue nochmal ins Tagebuch, aber ich glaube, da steht nichts drin. Nee. Sie möchte einen Abhöranlage. Und gerade im Moment reift so in mir der Gedanke, ob die Katze da irgendwie was damit zu tun hat. Katzen. Kleine haarige Biester, die entweder schlafen oder fressen. Was würde denn als Abhöranlage dienen? Das Handy. Das Ding hat allen möglichen Schnickschnack. Man kann damit auch wunderbar Orion Squad One spielen. Orion Squad One. Klebt vorne und klebt hinten. Klebt auch rechts und links. Klebt quasi überall. Kann ich? Nun kann ich mir das Handy an die Backe kleben. Oder ich kann das Handy an die Katze kleben. Die Aufnahmefunktion des Handys ist aktiviert. Ein ganz seltenes Exemplar des europäischen wandelnden Diktiergeräts. Jetzt müsste ich die Katze nur noch irgendwie dazu bringen, in die Küche zu laufen. Kann ich, vielleicht muss ich jetzt mein Handy anrufen, damit es vibriert, damit die Katze... Ich wüsste nicht, wen ich anrufe. Erschrickt, wollte ich sagen, und dann vor Angst ins Haus läuft. Nicht, oder? Ich wüsste nicht, wen ich anrufen sollte. Und selbst wenn ich das wüsste, wozu zahle ich eine exorbitant hohe Grundgebühr für mein Handy, wenn ich es nicht nutze? Jetzt gehe ich mal nochmal hin und schaue mir nochmal die Katze an. Katzen. Ja, wie kriege ich dich da rein? Kann ich dich mit dem Besen stiehlen? Kann ich dich nicht verscheuchen? Müllsack auch nicht. Etikett. Auf dem Zettel ursprünglich auf der... Ja, mit dem Zettel wahrscheinlich auch nicht. Buch wahrscheinlich auch nicht. Damit auch nicht. Damit auch nicht.
Soll ich dich mit dem Bleistift pieksen? Auch nicht. Kann ich dich salzen? Nein, am Moment, kann ich die Pizza salzen. Das durfte unsere kleine Miezekatze ganz schön durstig machen. Aha. Und nü? Läuft. Wunderbar, es hat geklappt. Sehr gut. Oleg telefoniert noch und die Katze wird noch einige Zeit trinken. Und hoffentlich das Gespräch aufzeichnen. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Sehr schön. Mit dieser Abhöridee sollte ich mich mal beim Geheimdienst bewerben. Aber sowas von. So. Oleg telefoniert immer noch. Und er macht keinen besonders entspannten Eindruck. Und wie lange muss ich da jetzt warten, bis die Aufzeichnung vorüber ist? Da ist die Katze. Da ist der Napf. Fress und Wasser. Mit dieser Abhöridee sollte ich mich mal beim Geheimdienst bewerben. Ja. Okay. Muss ich jetzt vielleicht wieder zur Vordertür laufen und auf die Katze warten, bis sie rauskommt? Das wäre natürlich noch eine coole Sache. Komm, Putti, 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 komm, Kitty, Kitty. Durch dieses Ding können die kleinen Vierbeiner jederzeit rein und raus. Hm. Und nü? Jetzt bin ich etwas überfragt. Oder muss ich klingeln, damit der Oleg nochmal rauskommt und die Katze auch rauskommt? Kann mir kaum vorstellen, dass der mir nochmal die Tür aufmacht. Auch wieder wahr. Ach nee, muss ich jetzt mein Handy anrufen? Kann das sein? Aha, jetzt läuft es zur Telefonzelle. Aha. Mal sehen, wie die Katze auf meinen Vibrationsalarm reagiert. Jetzt kann ich sie aufscheuchen, damit sie wahrscheinlich wieder rauskommt. Miau. Auf den Baum. Na super. Na toll. Die Katze sitzt auf dem Baum und mein Handy ist in einer Astgabel hängen geblieben. Wie soll ich da jetzt rankommen? An die Katze oder ans Handy? Ah, ich hab doch den Besenstiel. Halt, Momentchen, mal kann ich denn hier? Da komme ich nicht ran. Ich muss meine Meinung über Katzen korrigieren. Außer schlafen und fressen können sie auch noch im unpassendsten Moment auf Bäume klettern. Ich sehe schon, Nina hat eine sehr hohe Meinung von Katzen, ja, ja. Gut, Besenstiel und Handy, bitteschön. Damit komme ich zwar an das Handy, aber wenn es 5 Meter in die Tiefe fällt und kaputt geht, nützt es mir auch nichts mehr. Dann brauche ich doch hier etwas, was ich, womit ich das Handy auffangen kann. Und das wird doch wohl der Müllsack sein, den ich hier gefunden habe. Aber den kann ich jetzt hier mit dem Handy nicht benutzen. Kann ich denn... Nein, kann ich denn das Klebeband nutzen? Um den Besenstiel klebrig zu machen? Nein, nicht. Kann ich das mit dem... Nein, geht natürlich nicht. Kann ich denn... Mit. Ah, Moment. Kann ich denn das mit dem nutzen? Auch nicht. Das mit dem nutzen geht auch nicht. Das mit dem nutzen geht auch nicht. Nochmal. Das. Eine hoffentlich noch unbenutzte blaue Mülltüte. Mhm. Kann ich das mit dem benutzen? Nein. Doch. Das wird mir aber angezeigt. Das. Nö. Klebt vorne. Ich habe jetzt eben gedacht, so eine Art Cacher zu bauen mit dem und dem. Also es ist immer interessant, scheinbar sind die gerade aktuellsten Teile immer hier so ein bisschen aufgelistet. Oder das ist gerade ein Zufall. Aber irgendwie will das nicht so. Also ich hätte eben gedacht, mit dem Klebeband den Müllsack am Besenstiel festpappen. Nein. Brauche ich dazu noch einen Henkel? Ah! Ich habe die Öffnung der Tüte mit dem Eimerhenkel verstärkt. Klar, ein Kescher muss ja immer offen sein. Noch ein bisschen Klebeband rum? Ja, das sollte halten. Die Grundidee war sehr gut von mir, dass... Ein improvisierter Kescher. Ein Kescher sogar, der Name ist gleich. Dann benutzen wir diesen Kescher mal. Hallo, wo ist denn das Handy? Da ist das Handy, da blinkt es. Das könnte klappen.
Wunderbar. Wollen wir mal hören, ob mich das aufgezeichnete Telefongespräch von diesem Oleg irgendwie weiterbringt? Kalenko, aber ist jetzt nicht mehr da. Nein, Tunguska wurde nicht erwähnt, aber dazu gab es auch gar keine Gelegenheit. Ja, ich denke nur, dass man sich dringend um die Angelegenheit kümmern sollte. In Ordnung. Sie melden sich dann also wieder. Bis später. Sehr ergiebig war das ja nicht. Also, was haben wir denn jetzt? Irgendjemand soll sich um irgendwelche Angelegenheiten kümmern. Hoffentlich bin ich nicht diese Angelegenheit. Außerdem noch irgendwas mit Tunguska. Da stand ja auch schon was in der Mail an diesen Oleg. Ich sollte vielleicht Max später mal danach fragen. Okay. Und die Katze lassen wir jetzt da oben. Ich muss meinem... Ja, wahrscheinlich. Den Oleg, den schreiben wir jetzt mal besser ab. Dann würde ich jetzt mal sagen, versuchen wir mal ins Museum zu fahren. Vielleicht geht das ja jetzt. Ich meine, es ist zwar immer noch nicht Abend, aber vielleicht ist es schon spät genug. Kann ja sein. Und deswegen ab ins Museum. Max Gruber meinte, er wäre erst gegen Abend wieder im Museum. Ich sollte die Zeit nutzen, um mal ein paar Stunden zu schlafen. Wenn mich meine weibliche Intuition nicht täuscht, könnte ich das sonst bitter bereuen. Aha. Haben Sie, was ich wollte? Noch nicht. Wir haben alles durchsucht, aber nichts gefunden. Und Kalenko? Auch da noch nichts. Wir werden wohl andere Optionen in Betracht ziehen müssen. Was Sie machen, ist mir egal. Solange das Ergebnis stimmt. Enttäuschen Sie mich nicht. Komisch. Ich fühle mich ständig verfolgt. Selbst als ich vorhin nach Hause gekommen bin, war ich ganz kurz der Meinung, das Gesicht von diesem Kanski am Fenster gesehen zu haben. Naja, wahrscheinlich spielen meine Nerven einfach verrückt. Hoffentlich hat Max was von meinem Vater gehört. Ja, der Kanski ist ja auch nicht so der nette Kerl. 4 Stunden hat Nina geschlafen. Gut, aber hier scheint nichts Neues zu sein. Auch Lisa ist nicht mehr da. Gehen wir hinein. Mhm. Na, Eddie ist nicht wieder hier. Das ist mal ein gutes Zeichen. Eigentlich wollen wir ja auch mit Eddie sprechen und nicht nur mit Max. Gehen wir als erstes hier rein. Ob Eddie vielleicht da drin ist? Sieht mal nicht so aus. Ach ja, da haben wir immer noch dieses Rätsel hier. Naja, gut. Egal. Dann mal auf zu Max. Sorry Leute, bin kurz aus dem Spiel rausgetappt. Weiter geht's zu Max. Hallo, kann ich kurz stören? Sie stören nicht, ganz im Gegenteil. Hat sich Ihr Vater gemeldet? Nein, leider nicht. Und ich bin gestern Nacht auch noch überfallen worden. Überfallen? Ist Ihnen was passiert? Nein, keine Sorge. Aber da muss es ja wohl doch um einiges gehen. Haben Sie wirklich keine Ahnung, was das sein könnte? Nein, ich... Er war in den letzten Tagen etwas gestresst, aber das kam bei ihm schon mal vor. Im Nachhinein könnte man dann natürlich alles Mögliche reininterpretieren. Aber wirklich auffällig? Nein, eigentlich nicht. Schade. Sie haben mir doch gestern Abend Hilfe angeboten. Gilt dieses Angebot noch? Aber selbstverständlich. Ich heiße übrigens Max. Nina, aber das wissen Sie. Das weißt du ja. Also, dann schieß mal los. Okay... Womit fangen wir denn an? Sollen wir gleich mit der Tür ins Haus fallen? Ja, fallen wir gleich mit der Tür ins Haus. Ich habe in den letzten Stunden mehrmals was von Tunguska gehört. Weißt du was darüber? Meinst du die Tunguska-Katastrophe von 1908? Ja, kann schon sein. Anfang des letzten Jahrhunderts ist da etwas explodiert. Die Zerstörung soll enorm gewesen sein, aber man weiß bis heute nicht genau, was damals wirklich geschehen ist. Dein Vater war doch früher mal auf einer Expedition in Tunguska. Du müsstest das doch eigentlich wissen. Wir haben nie viel über das gesprochen, was er früher gemacht hat. Nach dem Tod meiner Mutter wollte er nicht mehr über seine Arbeit in Russland sprechen. Oh, das wusste ich nicht. Tut mir leid. Schon okay. Ist lange her. Sie ist damals bei einem Autounfall gestorben. Kurze Zeit später sind wir dann nach Deutschland gekommen. Ich glaube, mein Vater wollte damals einfach alles hinter sich lassen. Und dein Vater hat nie mehr von seiner Arbeit in Russland gesprochen?
Hast du denn nie nachgefragt? Nein, er hat mich einmal gebeten, dies nicht zu tun. Und ich habe mich daran gehalten. Auch wenn ich manchmal schon neugierig war. Naja, ein bisschen was kann ich wohl noch zusammenkriegen. Also, 1908 ist ein bis heute unbekanntes Objekt über der sibirischen Taiga abgestürzt. Durch die enorme Druckwelle und eine gewaltige Feuerwand wurde ein riesiges Areal völlig zerstört. Die dort lebenden Hirten, die sogenannten Ewenken, wurden mitsamt ihrem Vieh durch die Luft geschleudert oder verbrannten. Es gab kaum überlebende Zeugen. Es wurden dann zahlreiche Expeditionen unternommen, um der Ursache dieser Katastrophe auf die Spur zu kommen. Aber trotz aller Anstrengungen konnten vor Ort keine Hinweise gefunden werden. Und so entstanden im Lauf der Zeit zahlreiche Theorien. Angefangen vom Absturz eines Meteoriten, über das Auftreten einer unbekannten Energie, bis hin zur Explosion eines Raumschiffs. Das ist alles, was mir spontan zu dem Thema einfällt. Aber ich habe im Archiv noch irgendwo ein paar Artikel über das Tunguska-Phänomen rumliegen. Soll ich die mal holen? Ja, das wäre lieb. Dieser Oleg hat's erwähnt. Und ich habe eine Mail meines Vaters an ihn gelesen. Da stand auch was davon drin. Vielleicht bringt mich das ja weiter. Okay, ich muss hier noch ein paar Kleinigkeiten regeln. Dann werde ich mich mal im Archiv umsehen. Dankeschön. Dann reden wir doch gleich mal über diesen Oleg. Sagt dir der Name Oleg Kamborski was? Kamborski? Oleg Kamborski? Nein, gar nichts. Sollte es? Das weiß ich leider auch nicht so genau. Ja, ich weiß nicht, Max, ob das jetzt so überzeugend war. Eddie. Eddie hat gestern Abend irgendwas von seltsamen Gestalten in schwarzen Roben gebrabbelt. Gestern habe ich ihn nicht so richtig ernst genommen, weil seine Ausführungen etwas, sagen wir, seltsam klangen. Aber ich habe heute mit einem kleinen Mädchen gesprochen, die gestern Abend was Ähnliches beobachtet hat. Sie hat sogar ein Foto von diesen Kuttenträgern gemacht. Leider ist nicht viel darauf zu erkennen, aber ich sollte auf jeden Fall noch einmal mit Eddie sprechen. Weißt du, wo ich ihn finden kann? Nein, keine Ahnung. Ich habe ihn schon den ganzen Tag über nicht gesehen. Wahrscheinlich hat er sich irgendwo verkrochen und versucht, das Ganze zu verarbeiten. Du meinst, er trinkt wieder? Ich befürchte, ja. Es sei denn... Es sei denn was? Ach, nichts. Nichts? Rück schon raus mit der Sprache. Naja, wenn diese seltsamen Männer in Schwarz bemerkt haben, dass er sie beobachtet hat... Du meinst, sie sind zurückgekommen? Ich weiß es nicht. Ich weiß derzeit überhaupt nicht, was hier eigentlich passiert. Tja, da haben wir beide ja einiges gemeinsam. Ja, die wissen wahrscheinlich auch beide nicht, was sie so wirklich glauben sollen hier im Augenblick. Dann redet doch mal über das Diadem. Diesen Zettel habe ich in den Unterlagen meines Vaters gefunden. Sagt dir das was? LA60AK19AL. Hört sich an wie eines unserer Ausstellungsstücke. Was soll damit sein? Keine Ahnung. Ich hatte gehofft, dass du mir das sagen könntest. So spontan leider nicht, aber ich kann das gute Stück ja mal holen. Der Zettel mit der Beschreibung des Diadems fehlt, aber den hast du dann wohl gerade in der Hand. Mehr weiß ich darüber leider auch nicht. Vielen Dank. Kann ich mir das mal in Ruhe anschauen? Klar, aber vergiss bitte nicht, das später wieder zurückzulegen. Dein Vater reißt mir sonst nämlich den Kopf ab. Wenn er das noch kann. Hey, hör auf mit solchen Gedanken. Wir werden ihn schon finden, versprochen. Ja, hoffentlich. Es muss einen wichtigen Grund geben, dass mein Vater den Zettel mit der Beschreibung des Diadems zu Hause aufbewahrt hat. Aber welchen? Und was ist das mit der wahren Prinzessin? Er hat mich manchmal so genannt. Ob das irgendeine Nachricht ist, mit der ich was anfangen können sollte? Denk nach, Nina. Und denk schnell. Die wahre Prinzessin. Diese Sachen über Tunguska aus dem Archiv. Ja, werde mich sofort auf den Weg machen. Kann aber etwas dauern, bis ich mich durch die Unterlagen gewühlt habe. Kein Problem. Ich werde hier warten. Oh, wir schicken den Max mal weg. Und jetzt können wir uns in Max' Büro umsehen. Aha. Hier gibt's aber nicht viel. Ein Totempfahl. Sieht irgendwie bedrohlich aus. Das rote Auge auf dem Totempfahl scheint mich zu beobachten, egal wo ich stehe. Ich glaube zwar nicht an Magie und so ein Zeugs, aber unheimlich ist es mir trotzdem. Kann ich den... Hoffentlich nur das Auge nehmen, nicht den ganzen Totempfahl. Wenn ich Sachen aus Max' Büro klaue, wird er mir wohl kaum noch weiterhelfen. Aber dieses rote Auge auf dem Totempfahl, das mich die ganze Zeit anstarrt, macht mich echt wahnsinnig. Leider schaffe ich es nur bei Männern, ihnen die Augen auszukratzen. Wenn ich Sachen aus... Okay. Was haben wir hier sonst noch? Nicht viel. Ich nehme mal die Hotspot-Anzeige. Der Kühlschrank.
Äußerlich macht er einen ganz normalen Eindruck, aber innerlich ist er eiskalt. Wie die Entführer von unserem Vater wahrscheinlich. Mal sehen, was wir da so finden. Trockengips. Da steht drauf, er soll mit Wasser und Pflanzenöl angerührt werden, um die optimale Konsistenz zu erreichen. Mit Wasser und Pflanzenöl? Und was ist das? Das Schild ist nicht mehr lesbar. Wenn ich nach den Totenkopf und sonstigen Symbolen gehe, scheint das Zeug aber extrem ätzend zu sein. Ein extrem ätzendes Zeug. Gut, Leute, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier einen Cut und wir forschen dann mit Nina und hoffentlich dann auch mit Max Hilfe, wenn er die Unterlagen gefunden hat, im nächsten Part weiter von Geheimakte Tunguska. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.